30. Januar 1933. Adolf Hitler wird zum deutschen Reichskanzler ernannt und leitet das Ende der deutschen Demokratie ein. Von rassistischen und autoritären Ideen getrieben, schaffen die Nazis die Grundfreiheiten ab und wollen eine Gemeinschaft schaffen, die alle sozialen Schichten und Regionen Deutschlands hinter einem Führer vereint. Die wenigsten wissen jedoch, dass der Führer vor seiner Wahl in Techniken zur Lenkung großer Menschenmengen mit Hilfe von Gesten und dramatischen Pausen von einem Illusionisten und Wahrsager jüdischer Herkunft unterrichtet wurde, dem wichtige Nazi-Funktionäre erhebliche Geldsummen schuldeten. Sein Name ist Erik Jan Hannussen. Erik Jan Hannussen wurde als Herschel Chaim Steinschneider am 2. Juni 1889 im damals zu Österreich-Ungarn gehörenden Wien geboren. Sein Vater Siegfried war Hausmeister einer Synagoge und ein Künstler, der mit seiner Familie durch Österreich und Italien zog, bis seine Frau, die österreichische Sängerin Julie Kohn, starb, als ihr Sohn erst 10 Jahre alt war. Als Herschel 13 Jahre alt war, verließ er die Schule, lief von zu Hause weg und fand seinen Lebensunterhalt im Varieté- und Zirkusmilieu, wobei er sich zunehmend mit dem Thema Magie, Hypnose, Telepathie und dem Okkultismus beschäftigte. Am 28. Juli 1914 begann der Erste Weltkrieg. Steinschneider meldete sich zur Armee und nutzte während dieser Zeit mentalistische Darbietungen zur Unterhaltung der Truppen. 1917 nahm er die Identität eines aristokratischen skandinavischen Wahrsagers an und nannte sich Erik Jan Hannussen. Nach dem Ende des Ersten Weltkrieges wurde Hannussen berühmt. Er trat in Mitteleuropa und Amerika auf, bevor er sich in Berlin niederließ, wo er im Varieté-Theater Scala als Gedankenleser und Hypnotiseur auftrat und zum Star avancierte. Danach trat er in zahlreichen Varietés auf und hatte eine Reihe von Nebengeschäften, wie ein Sanatorium, das okkulte Heilmethoden anbot und eine libido-steigernde Hormoncreme. Hannussen, der arm geboren und zeitweise obdachlos und mittellos gewesen war, war nun ein reicher Mann mit Luxusautos, mehreren Wohnungen und sogar einer Yacht, auf der er verschwenderische, drogenberauschte Partys veranstaltete. In seiner Blütezeit bot Hannussen private Beratungen für exorbitante Honorare an und genoss die Gesellschaft der deutschen Militär- und Wirtschaftselite, wobei er auch enge Beziehungen zu Mitgliedern der paramilitärischen Nazitruppe SA pflegte, auch Sturmtruppen oder Braunhemden genannt, wegen der Farbe ihrer Uniform. Es wird behauptet, dass er trotz seiner jüdischen Abstammung, die ein offenes Geheimnis war, ein Unterstützer der Nazis war. Hannussen freundete sich mit einer Reihe von Nazi-Funktionären an, von denen viele zu den Partys auf seiner Yacht kamen. Vor allem mit dem Nazi-Funktionär Wolf Heinrich Graf von Helldorf, dem Hannussen ständig Geld zur Begleichung seiner Schulden lieh, pflegte er eine enge Beziehung. Wie auch zu Karl Ernst, einem ehemaligen Hotelpagen und Türsteher in einem schwulen Nachtclub, und Friedrich Wilhelm Ost, die beide später bei Hannussens Verhaftung mitwirkten. 1931 kaufte Hannussen eine Druckerei in Breslau und gab die okkulte Zeitschrift Hannussens bunte Wochenschau heraus, ein populäres zweiwöchentlich erscheinendes Berliner Boulevardblatt, das auch astrologische Kolumnen enthielt. Mit den Einnahmen aus seinen Verlagsgeschäften und Bühnenshows kaufte er eine Villa, die als Palast des Okkulten bekannt wurde, die er renovierte und in ein luxuriöses interaktives Theater für Wahrsagespiele verwandelte. Die Gäste saßen um einen großen runden Tisch herum und legten ihre Handflächen auf ein Glas mit von unten beleuchteten Symbolen. Die Saalbeleuchtung wurde wie bei einer Seance heruntergefahren und Hannussen unterstrich seine dramatische verbale Präsentation der Weissagungen für die Gäste mit visuellen Effekten. Er wurde erfolgreich, sagte Ereignisse im Leben der Anwesenden voraus und war ein gefragter Mann, der sogar einen eigenen Butler beschäftigte. Nach Hannussens erstem Treffen mit Hitler im Juni oder Juli 1932 wurden seine Vorhersagen und Horoskope für NS-Funktionäre, die er in seiner bunten Wochenschau veröffentlichte, immer positiver. Hannussen weissagte, dass Deutschland nur unter der Führung von Adolf Hitler jemals wieder auf die Beine kommen würde, und er ermutigte die Menschen, Hitler als Retter Deutschlands zu wählen. Er unterrichtete Hitler in Techniken zur Lenkung des Publikums durch Gesten und dramatische Pausen und unterwies den zukünftigen Führer in Rhetorik und dem Einsatz dramatischer Effekte. Hitler war ein guter Schüler. Bei den Wahlen im Juli 1932 erhielt die NSDAP 37,3% der Stimmen und wurde damit die größte politische Partei in Deutschland. Bei den darauffolgenden Wahlen im November 1932 verloren die Nazis an Boden und erhielten nur noch 33,1% der Stimmen.
Die Kommunisten hingegen gewannen 16,9 Prozentpunkte, was den politischen Kreis um Reichspräsident Paul von Hindenburg Ende 1932 davon überzeugte, dass die NSDAP Deutschlands einzige Hoffnung sei, um ein politisches Chaos zu verhindern, das in einer kommunistischen Machtübernahme enden würde. Die Unterhändler und Propagandisten der Nazis taten viel, um diesen Eindruck zu verstärken. Am 30. Januar 1933 ernannte Reichspräsident Hindenburg Adolf Hitler zum Kanzler von Deutschland. Die berühmteste Vorhersage Hannussens sollte bald kommen. Als er am 26. Februar 1933 eine Seance in seinem Palast des Okkulten abhielt, sagte er den Reichstagsbrand voraus, ein entscheidendes Ereignis, das es Hitler und der Nazi-Partei ermöglichen würde, die absolute Macht über Deutschland zu ergreifen. Am folgenden Tag brannte das deutsche Parlament das Reichstagsgebäude durch Brandstiftung nieder. Die nationalsozialistische Führung und ihre deutschnationalen Koalitionspartner nutzten den Brand, um Reichspräsident Paul von Hindenburg davon zu überzeugen, dass Kommunisten einen gewaltsamen Aufstand planten, um die nationale Erneuerung Deutschlands zum Scheitern zu bringen und dass eine Notstandsgesetzgebung erforderlich sei, um dies zu verhindern. Das daraus resultierende Gesetz zum Schutz von Volk und Staat, das allgemein als Reichstagsbrandverordnung bekannt ist, hob eine Reihe verfassungsrechtlicher Schutzmaßnahmen auf und ebnete den Weg für die nationalsozialistische Diktatur. Bereits am 4. Februar wurde die Verordnung des Reichspräsidenten zum Schutze des deutschen Volkes unter Ausnutzung der verfassungsmäßigen Notstandsbefugnisse erlassen. Die Verordnung schränkte die Presse ein und ermächtigte die Polizei, politische Versammlungen und Aufmärsche zu verbieten, was den Wahlkampf erheblich behinderte. Auf diese befristete Notstandsmaßnahme folgte nach dem Brand des Parlamentsgebäudes am 27. Februar eine dramatischere und dauerhafte Aufhebung der Bürgerrechte. Obwohl die Hintergründe des Brandes noch immer unklar waren, machte die Koalitionsregierung, bestehend aus NSDAP und Deutschnationaler Volkspartei, DNVP, die Kommunisten dafür verantwortlich. Sie nutzten den Reichstagsbrand, um sich die Zustimmung des Reichspräsidenten von Hindenburg für eine Notverordnung zu sichern, der Verordnung zum Schutz von Volk und Staat, vom 28. Februar, die einen Tag nach dem Reichstagsbrand erlassen wurde. Im Volksmund als Reichstagsbrandverordnung bekannt, setzten die Vorschriften das Versammlungsrecht, die Redefreiheit, die Pressefreiheit und andere verfassungsmäßigen Grundrechte außer Kraft, einschließlich aller Beschränkungen für polizeiliche Ermittlungen. Begründet mit der falschen Behauptung, die Kommunisten planten einen Aufstand, um den Staat zu stürzen, erlaubte die Reichstagsbrandverordnung dem Regime, politische Gegner ohne konkrete Anklage zu verhaften und zu inhaftieren, politische Organisationen aufzulösen und Veröffentlichungen zu unterdrücken. Außerdem wurde die Zentralregierung ermächtigt, Landes- und Kommunalgesetze außer Kraft zu setzen und Landes- und Kommunalregierungen zu entlassen. Die nationalsozialistische Presse bezeichnete den Reichstagsbrand als das Werk von Kommunisten und als ein Signal zum geplanten Aufstand. Tatsächlich existierten solche Pläne für einen kommunistischen Umsturz nicht, aber Propaganda und Terror schürten die Angst vor einer kommunistischen Machtübernahme und überzeugten viele Deutsche, dass Hitlers entschlossenes Handeln die Nation vor dem Bolschewismus gerettet hatte. Die Vorhersage des Reichstagsbrandes war Hannussens berühmteste hellseherische Leistung. Es gibt unbewiesene Behauptungen, dass er in den Reichstagsbrand verwickelt gewesen sein könnte, indem er den niederländischen Kommunisten Marinus van der Lubbe hypnotisierte und anleitete, die Tat zu begehen. Andere nahmen an, dass Hannussen unbedacht Insiderwissen ausgeplaudert hat, da er durch seine Verbindungen zu den Nazis von dem Brand erfahren haben könnte. Einige Historiker gehen aufgrund von Archivmaterial davon aus, dass die Brandstiftung von den Nazis selbst als verdeckte Aktion unter falscher Flagge geplant und angeordnet worden war. Der Reichstagsbrand ebnete nicht nur den Weg zur Nazi-Diktatur, sondern führte kurz danach auch zu Hannussens Tod. Einen Monat später, am 23. März 1933, wurde Erich Hannussen, damals 43 Jahre alt, verhaftet, wahrscheinlich von einer Gruppe von SA-Männern. Am 8. April wurde die Leiche eines unbekannten Mannes in einem Wald südlich von Berlin entdeckt. Der Leichnam lag schon lange dort und wies Misshandlungsspuren und mehrere Einschüsse auf. Die Zeitungen berichteten bald über den mysteriösen Leichenfund. Hannussens Leiche konnte nur identifiziert werden anhand des Monogramms seines Schneiders auf seinem teuren Anzug, da der Körper von Tieren angefressen worden war. Es stellte sich heraus, dass er eines qualvollen Todes gestorben war. Bevor 12 Kugeln auf ihn abgefeuert wurden, hatte man ihn brutal zusammengeschlagen. Wer den ursprünglichen Befehl zu diesem Mord gab, wurde nie herausgefunden.
Auffällig ist jedoch, dass die Schuldscheine von hochrangigen Nazi-Funktionären wie Hermann Göring und Ernst Röhm, dem Führer der SA, die sich auf hohe Beträge von bis zu 150.000 Reichsmark beliefen, aus dem Palast des Okkulten verschwunden waren und nie wieder auftauchten. Der Palast wurde geschlossen und nie wieder eröffnet, aber die Geschichte von Erik Jan Hannussen fasziniert bis zum heutigen Tag. Vielen Dank, dass du dir den World History Kanal angeschaut hast. Klick auf Gefällt mir, abonniere unseren Kanal und aktiviere die Benachrichtigungen, um keine Folge zu verpassen. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal auf unserem Kanal.